Mit Spannung erwarten wir das Berliner Lokalderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union am Montag, dem 11. Februar, Anstoß am Abend um 20:15 Uhr. Also das Spiel, das wird ausverkauft sein, denn jetzt sind schon sehr viele Karten abgesetzt worden. Das letzte Mal übrigens gewann Union 2:1 und der Torschütze Mattuschka. Im Kasten, da stand noch Michael Arz. Und diesmal treffen der Zweite auf den Vierten und es ist das vierte Stadtduell. Naja, der Ausgang, ich meine, ein Derby hat immer seinen besonderen Charakter und da steht noch gar nicht fest, wer gewinnt, der Zweite gegen den Vierten. Zunächst schauen wir mal auf Hertha, denn da hat sich Pierre Kluge in Regensburg verletzt, das Außenband angerissen, und ob Peter Niemeyer, der Captain, zur Verfügung steht, ja, das steht auch noch nicht fest. Ganz schlimm aber war die Niederlage 0:2 gegen die eigenen Amateure, und das wird eins meiner nächsten Themen sein. Das Aufbauspiel bei Hertha gefällt mir nicht und ich sehe auch gewisse Ursachen dafür. Beim 2:1-Sieg vor 2 Jahren der Unioner, da stand im Hertha-Tor Michael Arz. Thomas Kraft wird gewarnt sein und ich bin der Meinung, nicht Thorsten Mattuschka schießt diesmal den Siegtreffer, sondern Adam Nemec oder die Neuerwerbung Baris Özbek. Und das Handicap ist Michael Parenzen. Da kam die Meldung, welch eine Hiobsbotschaft, da ist plötzlich die Lunge entzündet. Der war gerade in Form gekommen. Naja, beide Mannschaften waren ja so richtig gut drauf in letzter Zeit. Und das ermuntert mich, egal wer gewinnt, ein gutes Spiel werden wir sehen. Das war richtig gut. Ja? Ja.